Das erste Quartal 2019 war für globale Risikoassets in der Tat meist positiv. Trotz bestehender Konflikte in der Welt konnten die Aktienmärkte teilweise sogar zweistellig zulegen, der DAX immerhin um 9,2%. Aber auch die Anleger in unserem Absolute Return Multi Premium Fonds können sich über eine positive Rendite erfreuen. Man sieht es hinter mir im Chart in Bloomberg. Seit Anfang Januar bis Ende März im ersten Quartal konnte der Fonds über 8% Rendite generieren. Das Ganze mit einer Volatilität von nur 5%. Das ist gerade mal die Hälfte unseres Risikobudgets. Und seit Vorauflage, vor fast 3 Jahren, am 15.06.2016, haben Anleger immerhin eine Nettorendite von 3,6% erwirtschaften können, mit einer Volatilität von gerade mal 4%. Was uns sehr gefreut hat, ist, dass der maximale Drawdown, der im letzten Jahr angefallen ist, zwischenzeitlich von 8%, das liegt auch noch im Risikobudget, war alles in Ordnung. Dennoch ist es sehr erfreulich, dass der nach sehr kurzer Zeit wieder aufgeholt werden konnte. Die sogenannte Recovery-Periode betrug gerade mal 2 Monate und wie schon erwähnt, auch jetzt Anfang April notiert der Fonds auf All-Time-Highs. Die Antwort nach dem Potenzial lautet ganz klar ja. Der Fonds hat, so wie er aktuell aufgestellt ist, noch weiter Potenzial. Wobei wir schon sagen müssen, dass wir mit den aktuellen Krisen, wie eingangs schon erwähnt, eher vorsichtig positioniert sind. Wir haben im ersten Quartal auch viele Prämien eingeloggt, das heißt die Gewinne festgeschrieben, haben hier Risiken abgebaut, haben auf der anderen Seite wiederum neue Prämien gefunden, die wir aber in defensiveren Varianten eingesetzt haben. Und schauen Sie, wir haben jetzt immer noch das Brexit-Theater in Europa, wir haben den ungelösten Handelskonflikt zwischen USA und China, wir haben eine inverse Zinsstrukturkurve in den USA, das IFO-Institut hat die Wirtschaftsprognose oder das Wirtschaftswachstum für Deutschland halbiert. Also es ist nicht so, dass es keine Konflikte in der Welt gäbe oder keine Probleme, die auf uns zukommen könnten. Insofern sind wir eher positiv, aber trotzdem vorsichtig positioniert. Wir haben genug Cash und genug Risikopotenzial oder Risikobudget, um eben in den nächsten Momenten, wenn Risikoprämien wieder ansteigen, das ist uns auch egal, das kann auf der Rohstoffseite sein, auf der Währungsseite, auf der Aktienseite, wir sind da ja relativ breit aufgestellt global, dann werden wir hier wieder zuschlagen und neue Prämien für unsere Investoren einsammeln. Ja, das ist in der Tat richtig. Der Fonds wurde ja am 15.06.2016 aufgelegt. Das heißt, in knapp 3 Monaten haben wir dann einen echten Live-Track-Record von 3 Jahren im Fonds. Das ist für uns persönlich ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, denn die Strategie wird sich dadurch nicht ändern. Aber wir wissen natürlich auch, dass es für viele Investoren, insbesondere auf der institutionellen Seite, eine wichtige Zielmarke ist vom Zeithorizont. Manche haben das sogar in der Anlageverordnung drinstehen, dass sie erst dann investieren dürfen. Insofern sind wir sehr positiv, dass es bisher uns gelungen ist, eben auch unsere avisiertes Ertragsrisikoprofil einzuhalten. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir nach diesem 3-Jahres-Track-Record hier auch nochmal auf andere Investorenlisten kommen werden. Von Neuigkeiten her vielleicht in 2019 noch. Wir haben im März, also Ende letzten Monats, auch unsere Depotbank gewechselt. Wir sind von der Berenberg Bank aus Hamburg, die uns von Anfang an sehr gut unterstützt hat, zu BNP gegangen in Frankfurt. Das war der Größe des Portfolios und dem Derivatekonzept geschuldet. Die BNP ist hier natürlich von der Bilanz und natürlich auch vom Derivate-Know-how und auch von den Anschlüssen weltweit an den Börsen ein sehr guter, großer Sparringspartner für uns. Insofern steht eigentlich für das gesamte Fondskonzept die Zeichen weiterhin auf Wachstum. Wir haben ja immer gesagt, wir können locker 1 Milliarde in dieser Strategie verwalten in Bezug auf Liquidität der zugrunde liegenden Derivate, die wir einsetzen. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir jetzt auch mit der BNP einen neuen starken Partner gefunden haben, der uns gemeinsam mit der Universal Investment in diesem Vorprojekt unterstützen wird.